Ihre Mädels in die scharfen Fummel passen. Baby Bash aus Houston und Ben aus Berlin haben was gemeinsam. Sie sammeln Häkelkäppchen. Das Sugar Sugar Baby bleibt auf Platz 8. Dip It Low geht rauf von 10 auf 7. Christina Milian will ihre blondierte Mähne wieder umfärben. Die Verwechslung mit Beyoncé nagen am Selbstwertgefühl. Anastasia gründete zugunsten der Brustkrebsvorsorge den Anastasia Fund. Eine Frau, die weiß, wovon sie singt. Left Outside Alone auf der Nummer 6. Als miese kleine Ex-Autoknackerin hat sich Avril Lavigne geoutet. Heute lässt sie die langen Finger lieber über die Gitarrenseiten gleiten. Platz 5 für Don't Tell Me. Seine Musikkarriere startete Mario Winans in Omas Küche. Da durfte er auf den Töpfen trommeln. Platz 4 für Lil Mario und I Don't Wanna Know. Einen runter auf die 3 muss Usher. Egal, Big Usher hat sowieso Größeres im Sinn. Er bastelt gerade fleißig an seiner Hollywood-Karriere. Yeah. Der Clip zu Fuck It wurde in Amon's Hood auf Staten Island abgedreht. Das gute Stück geht rauf von 3 auf 2. Auf Platz 1 ist streng genommen alles beim Alten, nämlich D12. Und das machen sie demnächst übrigens auch in amerikanischen Konzertsälen. Also das Auftreten, meine ich. Die Tour startet am 19. Juni und der Hammer ist nur, sie lassen unglaublicherweise Eminem zu Hause. Der Sprecher der Band hat klargestellt, Cheffe ist nur bei so ein paar ausgewählten Terminen dabei. Und ob mit oder ohne M, die Europatourpläne sind derzeit sowieso noch nicht bekannt. Macht aber nicht wirklich was, wir gucken uns halt das Video an. Und es ist ja auch schön, ne? My Band, unsere alte und neue Nummer 1, die erfolgreichste Single Europas. Ich wünsche euch eine herrliche Woche, sage auf bald, tschüss.